freuen. Immer wieder eine große Ansammlung an Münzen und ungeöffneten Packs. Da wollen wir mal ein bisschen gegen vorgehen. Hier bin ich nicht richtig. Ich habe mein Deck schon ein paar Mal modifiziert. Und werde das wohl noch öfters tun müssen. Deswegen brauche ich ein paar Booster da. Haben wir mal einen Drachenwandel hier. Gucken wir mal ein. Weitestgehend neue und hier haben wir, oh, Nachtara in der V-Variante, das könnte direkt ein Deckkandidat sein. In dem, in den Belohnungen der nächsten 3 Wochen kriegt man ja einen Psyana, wenn man sich da reinhängt. Nachtara, kann sein, dass der auch dabei ist, aber auf jeden Fall habe ich es jetzt schon. 200 KP fokussierter Angriff, Horrorblick 30, während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Mondscheinklinge 80 plus, wenn auf diesem Pokémon mindestens eine Schadensmarke liegt, fügt die Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. V-Regel, dann haben wir fließender Angriff, Flug in Drachenrolle. Das fließende Angriff-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, kann die Attacke auf diese Attacke einsetzen. Du benötigst jedoch die für diese Attacke notwendige Energie. Meteor, lege 2 Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Die Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners 90 Schadenspunkte zu. Naja, Blanas, 80 hatten wir schon mal, Kubuin, hatten wir das nicht auch schon mal, scheint aber neu zu sein, zumindest diese Variante der Karte, 120 KP, Pinguin-Pokémon, eisiger Schnee, 20, Block, Kopf, 70, verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden in diesem Pokémon durch Attacken von Basis-Pokémon hinzugefügt wird, es kühlt sein Gesicht ständig mit Eis, da dieses Hitze nicht gut verträgt, das Haar auf dem Kopf hängt es ins Meer und angelt sich damit Beute. Ulupf entwickelt sich aus Hopspross, fließender Angriff 60 KP, Löwenzahn-Pokémon. Fähigkeit Solarentwicklung. Wenn du während deines Zuges eine Energiekarte aus der Hand an dieses Pokémon anlegst, kannst du dein Deck nach einer Karte, die sich aus diesem Pokémon entwickelt, durchsuchen und sie auf dieses Pokémon legen, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck rund um Angriff 20. Es öffnet seine Blüte, um Sonnenlicht aufzunehmen. Es schwebt in der Luft, um der Sonne näher zu sein. Evoli, in dieser Variante 70 KP, Evolutions-Pokémon, V-Suche, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Pokémon V, zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck, zertrampeln 20. Das Erbmaterial dieses besonderen Pokémon ist instabil, weshalb es das Potenzial für viele verschiedene Entwicklungen, in sich trägt. Schalkwab hatten wir schon mal, Wommel ist 39 KP, das ist ein Psycho-Pokémon, Hummelfliegen-Pokémon. Sehr psychedelisches Bild wahrscheinlich. Flattern 10. Es nimmt die Aura seiner Feinde wahr und erahnt ihren nächsten Zug. So kann es Angriffen geschickt ausweichen und zurückschlagen. Knapfel. Das kenne ich ja noch gar nicht. Sehr süß. Apfelhaus-Pokémon. 40 KP. Walzer 10. Nach der Geburt kriegt es sofort in einen Apfel, verspeist dessen Inneres, um zu wachsen. Seine Entwicklung hängt von dessen Aroma ab. Sobiris, den habe ich in einer anderen Variante im Deck, da ist es Unlicht, hier ist es Psycho, 70 KP, Finsternis-Pokémon, fliegen und sammeln. Durchsuche dein Deck nach einer Trainerkarte, zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Den finde ich eigentlich ganz cool, deswegen ist das immer ein Kandidat. Bedrängen 40, während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen, wobei ich Psycho halt nicht spiele, von daher ist das jetzt doch kein Kandidat, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke. Es ernährt sich von Edelsteinen. Im Dunkeln funkeln seine beiden Augen wie Juwelen. Schwäche, Unlicht. Das heißt, dieses Zubiris hätte Schwäche gegen mein anderes Zubiris. So, und Psychoenergie. Und das war's für hier und heute. Tschüss, bis dann. Bye, bye.